Grüezi, herzlich willkommen zu meinem nächsten X-Plane 11 Video. Heute möchte ich ein paar Möglichkeiten zeigen, wie man den Flughafen Zürich aufhübschen kann. Und ich starte mit der Standardszenerie von X-Plane 11. Zürich LSZH. Dazu wähle ich mal einen neuen Flug. Ich mache gleich mal die Flight Factor. Ah nein, vielleicht doch einfach ein simpleres Flugzeug. Sonst ladet das jetzt mal ein bisschen lange. Ich nehme halt meine Dash wieder. Und starte am Tag. Ich mache einfach mal Tageslicht, Mittagszeit passt, Wetter okay, Sonnenschein. Ich wähle Zürich Standard und der Platz ist mal, das ist wie gesagt, ihr seht diese Standardplätze oder Stands and Gates. Und ich wähle halt irgendwas. Ich bleibe sonst hier beim, ja, am Eck. Ja, das wäre nicht schlecht. Hä? Dieses I98 und starte das mal auf. Das ist Zürich im Standard. Was nicht Standard ist, das muss ich gleich mal zu Beginn erwähnen, ist die Airport Environment HD. Das ist kein Plugin, sondern das ist eine Modifikation. Also man verändert Dateien von X-Plane selbst. Und ihr seht jetzt da zum Beispiel diese Bodentexturen. Die sind halt höher aufgelöst und auch die Linien sind schöner aufgezeichnet. Das sind ganz wenige Dateien, die man ersetzt. Bitmaps, die man ersetzt im Standardordner, ist auch in der Beschreibung erklärt. Aber um das geht es nicht. Es geht um Zürich. So sieht Zürich aus im X-Plane 11 Standard. Das ist jetzt ohne Orto for XP und ohne zusätzliche Szenerie. Man sieht hier ja, den Flughafen, die es kennen. Es gibt da unten diese SR Technics Hangarhalle. Da gibt es Gebäude, da sind Feuerwehr und Polizei untergebracht. Hier sind noch Rega-Gebäude normalerweise, aber hier fehlt im Standort natürlich der komplette Balzberg. Die Autobahn fehlt. Ja. Das ist aber der Standort und sieht eigentlich für den Standort nicht so schlecht aus. Natürlich wird das dann mit der Zeit ein bisschen fade. Und ja, also man sieht das auch hier hinten, die ganze Autobahn, also hier das Dorf Bülach und die Stadt Bülach, je nachdem, je nach Größe. Hier Kloten, Bassersdorf hier hinten. Das sind halt einfach alles Standard. Hier ist Zürich. Auch mit diesen Standard-Hochhäusern. Wie gesagt, es wird dann mit der Zeit ein bisschen fade. Und da gibt es ja von Aerosoft die Zürich-Szenerie. Und die werden wir jetzt gleich mal laden. Airport Zürich V2 findet man in xplane.org Store oder store.xplane. Ja, store.x-plane.org kostet 29 oder 28 Dollar, rund 28 Dollar und ja, ist also eine Payware. Flughafenszenerie von Aerosoft, hier geladen und man sieht jetzt schon ein bisschen mehr, man erkennt Zürich schon mehr. Was einem sofort auffällt, sind die Gebäude da hinten mit den Gates. Wenn man da wegzoomt, sieht man auch, dass die Texturen an den Texturen gearbeitet wurde, was ziemlich der Realität entspricht. Allerdings sind jetzt zum Beispiel diese Airport HD Modifikationen, die ich vorher gezeigt habe in Standard, die sind weg. Also die werden von der Szenerie überschrieben. Was aber auch sehr gut ist in Aerosoft, sind so Nebengebäude und man sieht oder erkennt jetzt hier leicht die Elevation der Runway 14 oder der Piste 14 mit dem ganzen Drumherum, mit diesen ganzen Verkabelungen,
den Lampen meine ich. Hier das Pistenende, da gibt es einen Würstchenstand, Parkplatz, da können die Leute anschauen, wie die Flugzeuge hier landen. Hier die Landebahn 1.6 und weitere Details. Man sieht, das ist ziemlich belebt. Auch hier, es geht noch ein bisschen weiter. Da gibt es zum Beispiel diesen Eberhard Kies, also dieses Kies-Unternehmen. Man hat hier des Weiteren auch hier wieder diesen Lampengestelle. Und ja, es ist eigentlich sehr gut ausgebaut. Und ich sage jetzt mal einfach so salopp, für die 29 Dollar kriegt man schon eine sehr schöne Szenerie. Vor allem hier, wenn ich das da abhänge und mich da im Flughafen bewege. Eben, was sehr schön ist, sind diese Texturen, SR Technics Halle plus die Nebengebäude, die sind alle sehr korrekt. Wenn wir da hier auf den Parkplatz schauen, hier gibt es diesen Runway 34, ist ein Restaurant. Das gibt es wirklich. Und mit dem kleinen Spielplatz da hinten, das ist auch sehr schön gemacht. Und natürlich Ortho-Texturen, die allerdings sehr begrenzt an der Grenze da durchlaufen. Was aber auch sehr schön gemacht wurde, sind diese Nebengebäude. Die sind eben die Feuerwehr. Und die anderen Gebäude, hier noch die weiteren Stands, die sind alle sehr akkurat gemacht von Aerosoft, das muss man sagen. Auch wenn man jetzt da nach hinten weiter anzoomt, dann sieht man jetzt hier allerdings, doch, das stimmt, hier die Autobahn. Und hier ist der Balzberg und sogar hier diese Gebäude am Balzberg. Ups, das stimmt auch alles. Also da kann man auch hier oben, ihr seht, sogar die Dächer haben Orthotexturen. Das ist sehr schön gemacht. Was mir auch sehr persönlich gefällt, sind hier die Elevationen der Parkhäuser. Also hier das Parkhaus, die Einfahrt der Parkhäuser und die Werbung. Das sieht richtig nice aus. Hier hat man dann noch die REGA, also die Schweizerische Rettungsflugwacht, stationiert mit ExuJet, sorry, und RUAG. Und das ist teilweise animiert. Man kann das über Plugins hier aktivieren. REGA Helikopterhangar. Und dann, wenn man das klickt, dann geht hier die Hangartüre auf. Was hier fehlen in meinem Beispiel sind die Statics, die habe ich bei mir generell ausgeschaltet, ist aber auch einfach zu aktivieren. Ich habe die einfach ausgeschaltet, damit ich einfach überall Platz habe und auswählen kann, wo ich gehen will. Vor allem, wenn man da online fliegt oder mit den X-Live fliegt, dann ist das durchaus sinnvoll, wenn man die Statics abschaltet. Und natürlich auch wegen Performance-Gründen. So, leider gibt es natürlich noch eine kleine Note Abzug. Und zwar sind nicht alle Gates Autogates. Ja, es gibt nur wenige Gates, die sind Autogate. Und zwar, glaube ich, 5 an der Stückzahl. Hier sieht man die ganz einfach. Die Gates, die Autogate sind, die haben hier diesen Autogate-Display. Dieses Autogate, das ist auch ein Plugin, das man kostenlos herunterladen kann und aktivieren kann. Und dann funktionieren hier die Gates automatisch, aber eben nicht alle. Hier noch das Dock E, was auch sehr schön gemacht wurde. Beim Dock E ist hier die Unterführung der Servicefahrzeuge. Aber hier zum Beispiel im Dock E ist leider kein Autogate vorhanden. Was auch ein bisschen schade ist, sind diese Glasfassaden. Das ist eigentlich, sollte eigentlich alles durchsichtig sein, hindurch sehen könnten, so wie ja, hier zum Beispiel bei den Gates. Wie gesagt, Elevation ist Hammer, also die Terrain-Elevation von der Runway 14 oder Runway
32. Da sieht man das, wenn man da ganz flach nach unten geht, sieht man, dass sich die Piste da oben ein bisschen nach oben aufhebt. So. Ja, das ist ungefähr das Flughafengelände. Eben hier diese Gebäude, die sind alle ziemlich korrekt. Also die sind sehr schon akkurat gemacht. Und alles, was dann außerhalb ist, da ist die Grenze, da verläuft die Texturengrenze und alles, was außerhalb ist, ist dann wieder X-Plane Standard. Die Kacheln wird aber dennoch dann überschrieben. Von der Szenerie. Hier haben wir noch das VOR, glaube ich. Wenn ich da weitergehe. Ja, genau, hier haben wir das Hauptgebäude, sage ich dem, hier mit dem Flughafen Zürich schön. Und was natürlich Hammer ist, sind hier diese Unterführungen. Das ist richtig gut und schön gemacht. Und ihr seht auch die Fahrzeuge, die fahren da rum. Hier die Busse. Das ist alles schon recht animiert. Recht gut. Wie gesagt, von mir gibt es nur eine Note Abzug wegen den Autogates. Und jetzt sieht das so aus, wenn ich das von oben anschaue, haben wir noch Zürich. Hier die ganzen Zürich-Szenerie, das sieht dann halt so aus. Das betrifft dann eben die ganze Kachel. Der Rest ist quasi, das ist die Flughafenszenerie und der Rest ist ohne Orto for XP. Und es gibt einen kleinen Trick, wie man das jetzt aktivieren kann. So, um die Orto for XP-Kacheln zu aktivieren, muss man Folgendes tun. Das Paket, das Szeneriepaket, kommt in drei Unterordner. Einerseits, ich habe jetzt hier wieder den X-Organizer, den kennt man. Und die, die es noch nicht kennen, sollten sich den unbedingt mal runterladen. Das ist Hammer. Man kann hier, wie gesagt, hier noch einige Sachen aktivieren und deaktivieren. Aber wir bleiben beim Flughafen Zürich. Hier haben wir Switzerland und hier ist Zürich von Aerosoft aktiviert. Plus in den Overlay Photo Scenery gibt es noch einen B- und ein C-Ordner. Und solange man den C-Ordner aktiv hat, funktioniert das Orto for XP nicht. Das heißt, wir müssen hier den C-Ordner deaktivieren. Und das reicht eigentlich schon. So, jetzt können wir die Fotoszenerie von Zürich-Kloten laden. Das wäre die Orto for XP 4708 plus, ja, 008, also beides mal auf diese Kachel, diese Koordinaten. Und abschließen und dann starten wir das Spiel nochmals. Und hier ist wieder Zürich mit kombiniert, also Aerosoft, LSZH kombiniert mit Orto for XP und es sieht jetzt natürlich noch mehr nach Zürich aus. Und ich zoome jetzt da mal nach ganz Stadt Zürich. Ihr seht, Orto for XP leistet da super Arbeit, auch mit den Objekten, mit den Häusern. Ich habe jetzt da plötzlich mehr Objekte, obwohl ich nichts an den Einstellungen geändert habe. Es wirkt jetzt vielleicht im Video ein bisschen hell, aber das passt nur. Das ist, glaube ich, das Ultrawetter XP. Und gehen wir aber zurück zum Flughafen. Ihr seht hier, die Umgebung in Zürich selbst ist nochmals aufgehübschter. Und vor allem diese Gebäude hier, diese Ecken, auch die Straßen hier. Die sind richtig schön gemacht worden. Hier wo die Grenze, meine ich, also hier wo die Grenze war mit den Standard-Texturen von X-Plane, das ist jetzt mit Orto for XP aufgehübscht. Sieht natürlich richtig gut aus. Diese Orto for XP-Kachel wurde mit dem Zoom-Level 17 erstellt. Ihr seht jetzt eher auch das Bächlein, das war ein bisschen vorher ein bisschen verzerrter, halt dieser Standard-X-Plane. Und was wir hier haben, ist auch die Elevation. Und jetzt kommt es halt leider noch zu diesem Nebeneffekt. Ich habe die Landebahn oder den Flughafen nicht geflattet mit Orto for XP.
Runway 14 sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ich muss ehrlich noch dazu sagen, dass ich die Kachel mit den Ultra HD Mesh 4 erstellt habe. Die Runways passen alle. Ja, wenn ich die Kamera hier löse, da gehe ich mal auf Runway 34. Aber das ist jetzt schon mal ein bisschen holpriger. Man sieht jetzt hier eine Einbuchtung. Das ist eigentlich schlecht. Das gibt es nicht in Zürich. Das wäre auch zu steil. Runway 14 ist auch okay. Also auch mit den Ultra HD Meshes. Es ist alles ziemlich hügelig und so kann man das nicht so brauchen. Ihr seht auch, das geht da richtig nach unten und die Szenerie hangt dann in der Luft. Wie kann man das lösen? Ist relativ einfach. Man flattet in Ortho for XP den Flughafen Zürich beim Erstellen der Kacheln und dann stimmt es. Also wenn ich jetzt mein Ortho for XP hier offen habe und hier unter Global Config gehe, dann habe ich jetzt den LSZH drin. Den nehme ich hier einfach raus und erstelle die Kachel neu. Da müsst ihr aber aufpassen, meine Ortho for XP-Version ist die mit den Python-Skripten, also nicht die Exe von Windows, weil dort geht es anscheinend nicht so einfach, wenn man da hier diese Liste führt. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Auf jeden Fall wurde sie hier nicht geflattet. Das heißt, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich das raus und erstelle die Kachel neu, oder ich gehe in meinem X-Plane 11 Custom Scenery Ordner, suche mir den Aerosoft LSZH. Ja, und ihr seht jetzt eben diese drei Ordner. Diese zwei sind aktiv. Ich öffne den ersten Ordner oder den Ordner A auf, gehe dann nach AirNav Data. Dann habe ich dieses apt.dat-File. Das kopiert ihr, bevor ihr das editiert, natürlich weg. Öffnet das mit einem Texteditor, vielleicht ein bisschen intelligenteren Texteditor als der von Windows, und fügt folgende Zeilen ein oder folgende Zeile ein. Macht zum Beispiel hier einfach einen Abstand, ich mache das meistens hier. Fügt diese Zeile ein, also 1302 Abstand flatten Abstand 1. Das aktiviert das Flatten der Szenerie. Wir können das mal ausprobieren, wie das ausschaut. Wenn man das allerdings mit dieser Option macht, dass man das apt-File oder apt.dat-File editiert, dann hat man jetzt in diesem Beispiel, es ist verschieden, es ist von Flughafen zu Flughafen und von Szenerie zu Szenerie verschieden, aber jetzt in diesem Beispiel in Zürich hat man den Effekt, dass hier zum Beispiel das Flatten ein bisschen zu weit hinausgeht. Und zwar hat man jetzt auch hier diese Gegend hier flach, dort wo die Maus jetzt überwandert. Und ihr seht hier die Texturen. Das sieht man eigentlich, ja, jemand, der dieses Gebiet kennt, sieht das dann sofort. Das sieht unschön aus. Das ist eigentlich auch schon ein Hügel oder ein Berg. Und das müsste eigentlich nicht geflattet werden. Darum die Option hier nicht über das apt.dat-File, sondern über das den oder über die, ja, Entschuldigung, über die Ortho for XP Option, die oder den Flughafen zu flatten. Und wenn man das macht, dann hat man wieder die üblichen Hügellandschaft um den Flughafen herum. Allerdings ist jetzt natürlich Entschuldigung, die Elevation der Runways ein bisschen kaputt, weil die hier gibt es jetzt so nicht mehr. Also wenn man jetzt da ist, jetzt halt alles geflattet und flach. So, nochmals zurück. So sieht das jetzt aus. Flatten bei Ortho for XP. Mit Ortho for XP. Aerosoft-Szenerie. Und das finde ich, sieht so richtig nice aus. Also auch die Gebäude von Zürich sind geblieben. Plus die Ortho for XP-Texturen der Umgebung dazu.
Wer für den Flughafen Zürich aber kein Geld ausgeben will, gibt es auch eine weitere Möglichkeit, und zwar meines, ja, ich kann es mal so formulieren, meines Lieblingsautorens TDG oder der Trevor. Er hat bereits 2014 eine Szenerie gemacht von Zürich, ist aber X-Plane 10, ist auch X-Plane 11 kompatibel. Er hat jetzt aber eine neue Auflage gemacht von Zürich, und zwar in der Version 1.0. Dieses File kommt mit zwei Versionen. Einmal mit den Statics und einmal ohne Statics. Also einmal mit und einmal ohne Flugzeug. Also hier mit und ohne Flugzeug. Ihr seht, die Szenerie ist 7,5 Megabyte groß, also nicht allzu viel. Was man aber braucht, sind noch Libraries, und wenn die nicht vorhanden sind, kommt eine Fehlermeldung und die Szenerie wird nicht richtig dargestellt. Ich starte jetzt mal ich starte mal den Flugsimulator ohne Orto für XP und nur mit der Szenerie von TDG. Flughafen Zürich von TDG, und sieht ziemlich ähnlich aus. Jetzt kommt nämlich auch wieder die Bodentexturen, diese Modifikation der Bodentexturen zum Einsatz. Also hier, die Platten sehen schon ziemlich echt aus. Jetzt, ich weiß es nicht, ob man das jetzt im Video sieht, aber schauen wir uns mal den Flughafen von TDG an. Ihr seht schon überall diese Männlein, das lässt das Herzchen höher pochen. Und tatsächlich hat er er hat alle Gates mit Autogate-Plugin verknüpft. Er hat natürlich den Standard genommen, oder die Standard- oder die Grundtexturen besser gesagt. Das hier mal das Dock A. Hier haben wir Dock E. Auch hier wieder. Dock E halt natürlich auch nicht in Glas. Aber überall Autogates. Es ist richtig nice. Es gibt auch Personen, diese 3D People. Was jetzt ein bisschen unschön ist, kann man sagen, wenn man sich da auskennt, ist hier diese Unterführung, die ist von Aerosoft natürlich besser gemacht. Und ja, gehen wir doch mal von Anfang an, kommen wir von Süden. Also das Gebiet oder die Szenerie ist ohne Orto für XP. Das ist wieder die Standard-Texturen von X-Plane 11, und ich habe nur ich habe nur die Szenerie von TDG aktiviert, also nur den Flughafen Zürich aktiviert. Aber ihr seht schon, auch hier den Standard ist ziemlich realistisch gemacht. Hier die Autobahn, und hier, was cool ist und sehr schön, ist diese Baustelle. Die ist jetzt aktuell, also das ist jetzt, was haben wir? Wir haben Mitte Juli 2018, und diese Baustelle, die gibt es wirklich. Also die ist ziemlich aktuell, das hat er echt gut hinbekommen. Es gibt da natürlich einige Sachen, die nicht an Aerosoft hinkommen. Hier zum Beispiel hier diese Auffahrt in die Parkhäuser. Die Parkhäuser müssten auch ein bisschen höher sein. Die Werbung. Aber wie gesagt, es ist immer noch die erste Version. Das Coole ist auch hier die Kranen oder die Kränen da. Diese Baustelle, die bewegen sich, aber nicht kontinuierlich. Die bleiben auch dann manchmal stehen. Man kann das sich hier hin her verschieben. Also ihr seht, es bewegt sich da. Das ist schon recht detailliert. Also TDG hat da schon recht Liebe zum Detail. SR Technics, den Hangar hier, ist leider auch ein bisschen zu tief. Hier fehlt dann noch das SR Technics Logo und hier einige andere Gadgets. Aber ich denke, es hat auch aus Copyright-Gründen natürlich paar Objekte hier ausgelassen hat. Aber diese
dieses Detail hier, diese Swissport-Fahrzeuge, die hat er eingebaut. So, weiter gehe ich auch mal Richtung Ost, Entschuldigung, nein, Richtung Westen. Man hat hier wieder diesen VOR-Empfänger oder Sender. Hier fehlt jetzt natürlich hier die, ja, wie sagt man, diese Objekte, diese Keys, Eberhard Keys da von Zürich. Und hier seht auch, seht ihr auch diese Standard X-Plane Ufer. Was er aber auch ganz schön gemacht hat, ist hier hinten hier dieses diese Privat von den dieser Stands von den Privatflugzeugen. Und auch hier hat er ziemlich viel ins Detail gesteckt. Man sieht hier diese, ich weiß nicht, ob das De-Icing-Fahrzeuge sind, die Feuerwehr. Das hat er wirklich gut gemacht. Dann geht es weiter. Hier haben wir, und das ist echt das Coole, Hangar 34, also dieses Restaurant mit dieser Mirage, der Schweizer Flugwaffe, Luftwaffe, nicht Flugwaffe. Luftwaffe, ich sollte es eigentlich wissen, ich war ja in der Luftwaffe. Dann die DC-4, die ist auch da als, ja, die ist da. Also er hat da richtig was Schönes hingezaubert für kein, also das kostet nichts. Und es ist ohne Ort of Rigsby. Was jetzt ein bisschen unschön ist, aber das kann man eben korrigieren, und zwar mit Ort of Rigsby. Ihr seht, er hat das in seiner apt.dat-Datei, hat er auch dieses Flatten drin. Hier seht man, dieses Flache geht hier bis hier raus. Das ist ein bisschen zu viel. Und das ändern wir. Wir schalten noch die Ort of Rigsby-Kacheln dazu und schauen dann, wie es mit Ort of Rigsby ausschaut. Nochmals TDG, die Szenerie von TDG, dieses Mal mit Ort of Rigsby. Das gleiche Zoom-Level, 17. Und man sieht, hier hat sich der Boden ein bisschen verändert. Es ist jetzt vielleicht noch ein bisschen unscharf hier, die Texturen. Aber man hat jetzt erstens die Ort of Rigsby-Texturen durch den Flughafen hindurch. Also man sieht hier die Grasfelder. Wenn man da zurück zoomt, hat man wirklich ein sehr schönes Zürich oder sehr schöne Szenerie von Zürich oder des Flughafens von Zürich mit Ort of Rigsby. Und jetzt habe ich das Ganze nicht über dieses apt.dat-File geflattet. Dieses 1302 Flatten 1 habe ich da rausgenommen aus dem apt-File von TDG. Und nur noch mit Ort of Rigsby geflattet. Und ihr seht hier auch den Hügel. Das hat sich ein bisschen verändert. Sieht gut aus. Jetzt hier auch dieses Gebiet, vor allem wo es da aufgefallen ist, mit dieser Flatten-Geschichte, mit dieser Flachmachen. Sorry, das Wort. Es sieht jetzt richtig gut aus. Das hier ist jetzt zwar keine Brücke bei Zürich, diese Autobahn, das ist einfach höher gestellt, aber sei es drum. Es ist hier jetzt mal so viel besser. Und wenn man da zurückzoomt, hat er da auch die Rega nicht vergessen. Ja, die Rega ist halt einfach eben die Texturen fehlen oder das Dingens fehlt. Wie sagt man, diese Rega-Reklame und hier die Ruag-Reklame, die fehlen halt. Aber er hat doch auch gewisse Sachen ins Detail, wie dieses Tor die hier eingebaut. Also sieht richtig schön aus. Und wie gesagt, das kostet nichts. Und für das kriegt man also wirklich eine sehr schön aufgehübschte Zürich-Szenerie ohne oder gegenüber den Standard natürlich viel besser. Hier natürlich den Turm und was mir auch jetzt vor allem hier besonders gefällt, sind die
die Autogates. Die sind wirklich alle aktiv, die funktionieren. Natürlich, wenn man das Autogate-Plugin installiert hat. Und so sieht das Ganze aus. Also auch hier noch mit dem Tram. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Und in Kombination mit Orto for XP sieht diese Szenerie wirklich, wirklich nicht schlecht aus. Also da muss ich echt den Hut ziehen und Respekt an TDG für seine Arbeit. Das hat er echt jetzt schön gemacht. Und vielleicht gibt es da noch eine Version, die dann noch mehr Details hervorbringt. Jetzt schauen wir uns nochmals das Ganze in der Nacht an. Zuerst mal die Standardbeleuchtung von X-Plane 11. Flughafen Zürich, ja. Immer Flughafen Zürich. Standardbeleuchtung X-Plane 11. Da, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt einfach, die Standardbeleuchtung ist okay. Und ja, das ist halt Standard. Das ist die Aerosoft Nachtbeleuchtung und da kann ich jetzt gar nichts abziehen. Das ist Hammer. Die Aerosoft Beleuchtung ist, ja, ich sage jetzt mal 1A. Bei mir leuchtet das jetzt wahrscheinlich ein bisschen heller auf, weil ich das Ultra Weather XP habe. Aber hier gibt es eigentlich wirklich nichts zu meckern. Also man hat hier diese Beleuchtung bis hier hinten, die stimmen haargenau. Also da auch von Aerosoft 1A-Note. In der Nacht sieht die Szenerie von TDG so aus. Er hat die Lichter nicht vergessen. Also das ist auch wichtig, dass man das mit den Lichtern halt hat. Und hier seht ihr zum Beispiel diese beiden Kränen da, die sind animiert. Mit Licht, die Baustelle, gut, die Fahrzeuge kommen von Orto for XP, ist klar. Aber auch diese Fahrzeuge, diese Static-Fahrzeuge, die er hat, die sind beleuchtet. Auch der Flughafen ist ja richtig gut beleuchtet. So wie es in der Realität eigentlich auch ist vom Flughafen Zürich, also die Runway. Es fehlen halt hier und da irgendwo noch diese Landelichter und halt vielleicht noch den ILS und ja. Aber man kann da wirklich nichts, also man hat da eigentlich nichts zu meckern. Auch hier das Dock E ist schön beleuchtet. Hier das Gebäude da hinten. Ja. Wir sind beim Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Anregungen, Wünsche oder sonstiges Feedback habt, scheut euch nicht, das in die Kommentare reinzuschreiben. Und mit dieser wunderbaren Dash 8 verabschiede ich mich. Ich wünsche allen noch eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.